herzlich willkommen zu Bloons Tower Defense 1 mit dem Lukas. Hallo. Auf seiner eigenen Webseite, man darf da mal kurz seine Webseite hervorheben, xenoid.de. Da kann man das jetzt, also wisst ihr das alle, ich müsste einen Adblock ausschalten, was ich jetzt nicht gemacht habe, aber ich möchte jetzt da natürlich keine Werbung publishen, weil nicht, dass ich dann da irgendwelche GEMA-Probleme kriege oder so. Genau, wir werden natürlich ein neues Spiel anfangen. Der Lukas spielt das parallel, parallel dazu. Parallel dazu! Genau, ja. Genau. Ja. Müssen nur noch einen richtigen Enkel finden, dass ich da unten die Werbung gerade nicht sehe, oben. Ja, perfekt, das ist doch perfekt, Junge. So, dann machen wir jetzt einen Dart Tower. Das ist die Frage, ob wir den. Können wir den Luftballons von links oder von oben? Von links. Von links! Ja. Okay, dann machen wir da unseren ersten Dart Tower her. Genau, und die macht den da her. Und so. So, und dann machen wir gleich noch einen zweiten hier. Ja, so, fertig. Start Round. Ja, bei mir werden schon die ersten Balloons gepoppt von die Tower. So, jetzt haben wir gleich wieder mehr Mann, jetzt können wir da nur an hier da. Alter, die war ja schnell vorbei hier. Oder einstellen, welchen der. In dem Ohrenser kannst du das noch nicht einstellen. Aber ja. Okay, auf jeden Fall können wir jetzt den neuen Dart Tower hermachen. Muss man natürlich strategisch günstig am Moment, da gibt es was anderes. Ja, das ist wichtig. Bringt man die wieder weg, grad, die Dinger. Die kannst du zählen, ja. Wenn du das auch klickst und dann zählst. Ich hab ihn noch nicht gesetzt, aber ich bring den nochmal weg. Grad. Also, machen wir Rechtsklick oder sowas. Bring den nochmal weg. Grad. Jetzt hat man schon gesehen, in der Runde waren schon die blauen Ballons. Die sind doppelt so stark. Und schneller, meine. Ja, kommt schon sehr irgendwas los. Und aber die kommt jetzt bei mir, glaube ich, erst die nächste Runde. Mhm. Jetzt wird es schon kritisch, die ersten kommen schon durch. Jetzt muss ich aufpassen. Ich habe schon drei so Abfall da und stehe, aber die schaffen es noch locker easy. Mhm. Ich starte mir die nächste. Kosten der 850. Der Ice Tower. Mhm. Aber die sind dann immun zu Darts, gell? Na, das ist natürlich scheiße. Nur Bomben können uns dann zerstören, Manni. Ich glaube, da muss ich gleich mal ein bisschen nochmal. Ja, jetzt wird schon gefährlich. Ist schon jetzt spannend. Ja, bei mir ist es ja schon spannend. Ich habe aber noch keinen aufgelevelt von denen, ne? Stimmt, die kann man aufleveln, ja. Ja, aber ich weiß nicht, ob nicht ein weiterer geschickter ist, anstatt das aufleveln, das ist noch ein bisschen die Frage. Ich hab momentan noch vier Affen, die Darts werfend, aber es wird schon knapp, ey. Ja, ich habe jetzt schon fünf. Den letzten habe ich jetzt nur notplacen müssen, der steht jetzt ein wenig blöd. Naja. Oh fuck, und dann kommen schon die ersten blaue, die schafft er glaube ich nicht mehr, oder? Doch, die schafft er noch. Wow, gerade noch. Wie spannend, das ist intensives Game. Ja. Mhm. Oh, bei mir wird es schon. Ah, passt schon. Alles im grünen Bereich, ne? Alter, da unten ist aber der Text, da kann man die ganze Bahn nicht einmal sehen. Da. Halt round. Jetzt kommen die ersten grünen. Oh. Ja, die grünen sind kritisch, weil die sind halt so schnell. Und 30 Schock. Oh fuck, ich glaube die ersten kommen jetzt durch. Ah, das Bloons 1 ist schon ziemlich schwer. Oh ja, jetzt ist das Spiel ist jetzt zu Ende. ich hab noch ein bisschen. Aha. Zwar nicht mehr fei, weil ich. Jetzt wird's kritisch. Oh. Aber ich hab's mit 25 Leben überlebt. Sehr gut. Dann upgrade jetzt mal den ersten. Mal schauen, ob das was bringt. Alter, da kommen jetzt da 100 Pro, dass da welche durchkommen. Ja. Die platziere ich halt immer so, dass möglichst beide auf mehrere, weißt du schon. Genau, ja. Jawohl, haben sie geschafft. Alles easy. Aha, ja, das war schon mal gut. Das Gute ist, beim ersten Upgrade, da, wenn man das upgradet, dann poppen zwei Balloons auf einmal. Das ist gut. Ah ja, das hat was cool für das Upgraden, auf jeden Fall. Die kommen jetzt nicht mehr so weit. Ich kann nur einen upgraden, weil ich nicht nur Money habe. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Abfall, die da fleißig schmeißen.
Ja, ich finde das Bloons Tower Defense 1 ist das schwerste von alle. Wie viele Runden muss man eigentlich schaffen? Ich weiß nicht, ich bin jetzt in Runde 9 und es ist jetzt schon ziemlich... Boah, das ist jetzt schon schwer, das... Oh, fuck. Oh, das Upgraden hat er wirklich was gebracht. Hey. Ah, die ersten kommen durch. Ich habe nur 20 Leben. Ich bin noch bei 40. Aha. Ich bin jetzt aber erst bei Runde 9. Oh, da kommen viele blaue. Oh, und grüne. Oh. Ja, na. Oh, ein Leben habe ich verloren. intense. Denk einmal, wir werden jetzt. Welche können wir denn jetzt noch? Alle. Boah, wow, ich weiß jetzt noch nicht, in welcher. Ob es die in der Version schon gibt, aber da gibt es noch die Camouflage und die Bleiballons, meine und Zeppelin. Ich glaube, die gibt es noch nicht. Die gibt es noch nicht, ja. Jetzt habe ich 6 Leben noch. Oh. Oh, da stehen ein bisschen besser. Oh, die Gelben. Oh, fuck, die Gelben. Ist das Super Monkey? Das ist also der. 900, das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen. Mm-mm. Ich habe eh keine andere Möglichkeit außer starten. Oh, gelbe, die haben ja mega schnell. Mm-hmm. Boah, jetzt ist einfach volle Überladung. Boah. Intense. Boah, Alter. Welche Runden bist du? 12. Ich hab nur ein Leben. 12. Fuck. Der Bastard startet an, weil da kann er da vorne anfangen schon und dann später da mithelfen. Es ist glaube ich da in der Mitte am geschicktesten, da wo es so ein bisschen narrow ist, ganz in der Mitte vom Fatal, weil da kann er vorne die ganze Zeit schon was machen und wenn hinten dann was kommt, hilft er hinten gleich wieder aus. Aber der hat die ganze Zeit schon was zum tun, meine ich. Ich glaube, das ist strategisch am geschicktesten geplant. So, jetzt ist leider Game Over bei mir, jetzt fange ich mal neu an. Wie viele Runden hast du geschafft? 13. 13, okay, ich bin jetzt bei 15. Bis jetzt schaut es gar nicht schlecht aus. 15 geschafft. Jetzt könnt ihr vielleicht auf den Bomb Tower mal warten. Vielleicht schaffe ich das noch. Was kostet der? Nein, 100. Na gut. Ja, schon aber der glaube ich ist ziemlich effektiv. Der ist effektiv. 600. Oh Mist. 700. Ja, momentan schaut es noch nicht schlecht aus. Ich glaube, das wird gut. 800. Jawohl, 900 ist. Alter. Jetzt hätte ich den Ding gar nicht gekauft, verbrauch eigentlich. Mist. Ja, doch, der Bomb Tower, der bringt schon ordentlich was. Kostet der Super Monkey Schütze Continuous Stream of Darts and can down even the fastest and most stubborn balloons. Ah, okay. Der kostet 4000, Alter. Wow. Wahrscheinlich nicht ganz schaffen. Der mal lieber nochmal zwei im Bomb Tower platzieren. Jetzt wird's eh schon spannend, hey. Runde 18. Ich höre gar nichts von dir her. Ja, wenn siehst du, kannst du halt den Sound muten. Links unten im. Nein, ich habe jetzt einfach mal ganz nach unten gestellt. Ja, gut. So. Jawohl, jetzt sind wir zwei Bomb Towers. Machen wir mal dies. Also am effektivsten tatsächlich die da in der Mitte, weil die halt einfach die ganze Zeit was zum Tor haben und die ganz vorne und ganz hinten halt ineffektiv, weil die nie was machen. Oder ganz am Anfang, ganz zum Schluss. Aber das ist für kommende Runden wahrscheinlich, ja. Ja, ist hilfreich. Sehr hilfreich, gut zum Wissen. Momentan bin ich immer noch bei 31 Leben, also ich hab's echt ganz gut geschafft bis jetzt. Das stimmt, ja. Ich muss gerade echt scheiße rein. 25 bin ich jetzt.
brutal. Also, man darf da nur mal erwähnen, dass das von Xenoid.de zur Verfügung gestellt worden ist, gell, dieses hammergeile Spiel, gell. Ja, ich kann schon den dritten Tower machen, gell? Oder sollte man auf den Super Monkey sparen? Wenn du das, also wenn du das leisten kannst, dass du sparen kannst, dann da ist auf jeden Fall, weil der ist echt Übermacht. Der ist echt. Okay, dann probier es einmal. Bei 1000 bin ich jetzt. Ich hab mir jetzt einmal die Kanone da gekauft. Im Bomb Tower. Schau mir jetzt mal an. Also es war schon sauknapp jetzt, aber ich hab's noch geschafft. 1400. Ja, oh, jetzt können, jetzt können wir Black Balloons her. Ich glaub, das da trauen wir doch nicht. Nein, da darf ich mir nicht trauen. Nein, das ist das Geschickte, sondern das ist immer noch. Oh, aus den Black Balloons können wir zwei gelbe essen. Oh ja, der Bombtar, der hat mir jetzt schon viel erspart. Das war gut. Okay. Ja, der Ton, der geht dann ganz schön auf den Sack. Oh, da prasselt's geht rein, ey. Ich denke mir auch gerade. Werden wir gleich nochmal einen Bomb-Tower kaufen, ey. Oh, 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 oh. Leben ging an Ober, 36, oh, 32. Ja, oh, 26 Leben oben noch, ey. Oh fuck, Alter. Oh leck, oh leck, oh leck, oh leck. Wie übermächtig ist denn der Super Monkey? Also, den kannst du upgraden und wenn er vorher abgegradet ist, dann ist er echt. Dann kannst du arbeiten damit. Der ist wirklich brutal. Mich, ja, der ist brutal, der schürst echt gut. Also, wenn du das Geld hast, dann den sofort kaufen. Musst ich hab jetzt seit 4 so Bomb-Towern, wenn ich die verkaufe, dann kann der mal den leisten. Ja, 2 davon da die verkaufe vielleicht. Okay, dann machen wir nochmal Runden so. Weil die Upgrades musst du dann auch noch leisten können. Ja, bei mir können wir die ersten Balloons halt durch jetzt seit 16. Ja, 8 Leben herunten. Au weh. Ich glaube, das probiere ich jetzt noch aus, weil, ja, weißt schon. Oida! Oida! Das hat's ja wirklich rentiert. Ich glaube, ich verkaufe meine ganzen normalen Monkeys. Ja, was da? Ich verkaufe jetzt mal alle. So, das sind für 300. Da, weg damit. Weg damit. Ich mach dicke Menschen. Also. So. 3000. Meinst du, kann man mir einen Zwanzug kaufen? Das wird jetzt schief gehen. Früh wahrscheinlich. Aber die Monkeys, die hat meine vergessen, die machen doch gute Arbeit. Oh, das wird schief gehen. Aber sowas vor. Ja, 1-0 vorbei. Ja. Ach ja. Bei welchem Level? 33, aber ich habe ein bisschen scheiße gemacht, ehrlich gesagt, weil ich habe halt alle Monkeys verkauft und würde mir nur mehr so einen Super Monkey kaufen, aber es ist halt schief gegangen. Ah, ich bin jetzt auch Game Over, AC fix. Okay, dann würde ich mal sagen, dann war's das mit der Folge von Let's Trash oder wie nennt man das so? Ja, genau. Bloons Tower Defense, es gibt glaube ich 5 Stück von denen, ja, da wird es dann jetzt dann weitergehen mit Bloons Tower Defense 2, würde ich mal sagen. Okay, bis zum nächsten Mal und haut rein. Servus.